Rheinische Frohnatur trifft auf norddeutsche Gelassenheit. Unter diesem Motto lässt sich der traditionelle Montagsempfang auf dem diesjährigen Stoppelmarkt zusammenfassen. Denn als Ehrengast war der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Innenausschusses Wolfgang Bosbach geladen. Ich habe mich sehr gefreut, dass der Bürgermeister gesagt hat, im Grunde gilt die Einladung weniger dem Parteipolitiker Bosbach als der Person Bosbach. Er hat den großen Vorteil, er ist in keiner Regierung, er ist in keiner Opposition, er ist einfach Wolfgang Bosbach und er kann über die Dinge erzählen, wie er sie sieht und das muss man einfach auch mal am Stoppelmarkt sich anhören. Dem Frühstück bei Schmedes folgte ein Rundgang über das Gelände inklusive Stippvisite auf dem traditionellen Viehmarkt, der nach längerer Pause wieder stattfand. Neben Streicheleinheiten für die zum Kauf angebotenen Vierbeiner gab es hier, wie auch andernorts auf der Westerheide, reges Interesse und Zuspruch für den Ehrengast. Ich liebe das ja, weil nichts ist wichtiger als die persönliche Begegnung. Du brauchst keine Prospekte zu verteilen, wenn du dich vor den Leuten versteckst. Im Anschluss ging es in die Niedersachsenhalle zum Empfang der Stadt Vechta. Auf der Bühne philosophierte zunächst Bürgermeister Christian Kater über die Vor- und Nachteile von künstlicher Intelligenz. Ihm folgte wie schon in den vergangenen Jahren Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Er wiederum erklärte dem Ehrengast die kulturellen Unterschiede zwischen dem Rheinland und Niedersachsen. Wir sind schon sehr lebhaft, aber wir zeigen das nicht immer und überall an jeder Stelle. Und die Rheinländer, ja nun gut, die sind die Erfinder des Karnevals und das sagt alles. Weil betonte, dass auf dem Stoppelmarkt Menschen aus völlig unterschiedlichen Kulturkreisen zusammenkommen. Aus Dinklage! Er selbst sei erst kürzlich in der Region gewesen, um sich über die Wärmewende im ländlichen Raum zu informieren. Beim nächsten Mal, wenn Robert Habeck hier in der Nähe ist, solltet ihr nach Backum schicken. Wolfgang Bosbach bewies umgehend seine Schlagfertigkeit, indem er dem niedersächsischen Landesvater eine kurze Nachhilfestunde in Sachen südoldenburgischer Landeskunde gab. In Backum war ich schon. Nach einer humorvollen ersten Hälfte, in der der CDU-Politiker das Publikum zu überzeugen wusste, wurde Bosbach im zweiten Teil ernster. Unter anderem rief er parteiübergreifend alle Demokraten auf, den wachsenden Extremismus in unserer Gesellschaft zu bekämpfen. Wir haben doch in unserer Geschichte bewiesen, dass wir in der Lage sind, auch mit großen Herausforderungen erfolgreich umzugehen. Aber dafür müssen wir uns ändern. Es war tatsächlich auch eine Rede, die in den entscheidenden Punkten völlig zu Recht darauf hingewiesen hat. Erstens, wir sollen uns nicht kleiner machen in Deutschland, als wir sind. Und zweitens, wir haben eine Menge zu verteidigen. Wir haben eine Menge aufgebaut in den letzten 75 Jahren. Und ich glaube, da hat er vielen Anwesenden aus der Seele gesprochen. Am Ende einer Rede mit viel Witz und Leidenschaft erhielt der Ehrengast die wohlverdiente Standing Ovation. Ein Glück auf! Alles Gute!